Und aus Creator-Sicht, du hast jetzt selber auch einen TikTok-Channel, der relativ schnell auch relativ viele User bekommen hat. Also im ersten Jahr fast 50.000 User sage ich schon, Follower. Wie ist deine Creator-Experience da im Vergleich zu den anderen Plattformen, Instagram und YouTube? Wie erlebst du diese Plattform als jemand, der da auch drauf produziert? Ich muss dazu sagen, also 50.000 ist leider kein großer Account auf TikTok. Da gibt es genug TikTok-Accounts, die irgendwie Millionen von Follower haben. Und tatsächlich, glaube ich, habe ich letztes Jahr eben ein paar Wochen lang ein bisschen intensiver TikTok gemacht. Habe eigentlich fast in ein paar Wochen eigentlich diese 40.000 irgendwie akkumuliert. Das heißt, es ist irgendwie super stark gestartet. Dann habe ich ehrlich gesagt TikTok so ein bisschen vernachlässigt, weil ich mich halt auf andere Formate konzentriert habe. Mehr auf meinen Podcast, mehr auf LinkedIn und so weiter. Weil es ja auch ein bisschen, ja vielleicht auch noch ein Stück weit relevanter für meine B2B-Zielgruppe vielleicht auch ist. Tatsächlich sieht man aber, dass du bei TikTok dann halt einfach viel Kreativität gefragt hast. Das heißt, auch wenn es um Wissensvermittlung geht, reicht es eben nicht einfach nur zu sagen, ich vermittle jetzt das Wissen und erzähle jetzt, was Amazon oder Apple so besonders toll machen, sondern du musst es halt vielleicht auch in einer ja, gewissen kreativen oder lustigen Art und Weise machen. Und das ist eigentlich super schön, weil das halt eine Herausforderung ist, dir halt spannende Sachen zu überlegen. Du kriegst natürlich auch viele Inspirationen von anderen Content-Creatern und sagst, okay, so ähnlich könnte ich es auch machen. Ein beliebtes Format auch bei TikTok ist ja sozusagen dieser Fake-Dialog, wo man sich ja sozusagen mit sich selber unterhält, aber in verschiedenen Rollen. Und ich habe das ja bei ein paar von meinen Videos so gelöst, es einmal sozusagen mich gab und dann sozusagen auch nochmal meinen Papa in Anführungszeichen. Und da habe ich eben bei Snapchat so einen Alterungsfilter genutzt. Ach, den hast du gar nicht direkt bei TikTok genutzt. Ich dachte, das wäre ein Effekt in TikTok gewesen. Nee, bei TikTok gibt es auch tausende von Filtern, aber gerade dieser Alterungsfilter, der ist bei Snapchat einfach nochmal besser. Und dann habe ich ja einfach so ein Rollenspiel gespielt, dass ich quasi meinem Papa sage, er muss unbedingt in Bitcoin investieren. Und der Papa, der fragt dann die ganze Zeit so basic Fragen, hey, was ist denn dieses Krypto und so weiter. Und dann erkläre ich halt quasi, was es mit Bitcoin auf sich hat. Und am Ende sagt der Papa aber, nee, das ist ihm zu langweilig, er wird jetzt in Dogecoin investieren. Und das hat irgendwie auf eine witzige Art und Weise gemacht. Und das Video hat auch super funktioniert. Hat er eben auch total viele Views dann eben auch erzielt. Ich lehne ja sozusagen meine TikToks so ein bisschen auch an meinen Podcast an, ne, dass es irgendwie inhaltlich auch passt. Da habe ich noch ein Video gemacht, wo ich sozusagen nur als dieser alte Kerl, als dieser alte Sack, also als mein Papa mit dem Alterungsfilter aufgetreten bin. Und habe dann ja so ein Video über die Generation Z gemacht, ja. Und es sollte ja eigentlich eher diese Boomer aufs Korn nehmen, die halt immer sagen, Generation Z, die sind ja alle zu faul und die können ja nichts und so weiter. Das sollte ja eigentlich eher ironisch in die Richtung sein. Und das Video habe ich ja eigentlich primär für LinkedIn gebaut, um halt quasi so diese Boomer so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, ja. Da habe ich aber dasselbe Video und bei LinkedIn, da wissen ja die Leute, wer ich bin und dass ich halt nicht der alte Sack bin. Na, auf TikTok gepostet und da wussten halt viele nicht, dass ich der alte Sack bin, weil das taucht ja einfach im Feed von ganz vielen Leuten auf. Und dann haben sich halt einerseits total viele Leute beschwert, dass sie gesagt haben, oh, du alter Sack irgendwer, du Boomer, nee, wir sind doch voll cool und behandel mal deine Mitarbeiter besser oder so. Weil ich ja quasi dieser imaginäre Arbeitgeber war, dass ich ja halt über die Gen Z beschwert. Aber dann gab es auch total viele Leute, die ihm so zugestimmt haben. Entweder weil sie gesagt haben, ja, geht mir genauso, ich habe auch diese jungen Leute in meinem Interview, die stellen nur Ansprüche ohne Ende. Beziehungsweise andere von der Generation Z, die gesagt haben, hey, ja, ich bin auch Teil der Generation Z, aber du hast total recht und ich schäme mich dafür irgendwer, dass wir alle so faul sind so ungefähr, ja. Und das fand ich einfach total witzig, diese Dynamik. Man sieht aber auch, dass so ein Video dann eben halt Hunderttausende oder sogar fast 1 Million Views dann eben auch bekommt. Auch wahnsinnig. Gerade weil so viele kommentieren. Also ja, genau. Und Tausende von Kommentaren. Also es gibt halt keine aktivere Online-Community als TikTok, weil bei anderen Plattformen, da postest du was und die Leute drücken halt auf Like und ein paar kommentieren vielleicht auch. Aber so diese ganze rege Diskussion, zum Teil eben auch wirklich auch inhaltlich spannend, die findet zum Teil eben wirklich auf TikTok statt. Und woran liegt das? Also warum ist das Engagement da so viel höher als woanders? Also kommentieren ist ja jetzt keine neuartige Funktion. Liken, sharen ist ja jetzt auch keine neuartige Funktion. Ist da irgendwie die Hemmschwelle niedriger, dass man da auch was macht? Und woran liegt es, dass in so kurzer Zeit eben so viel mehr Follower generiert werden auf TikTok als auf jeder anderen Plattform? Also beim Engagement liegt es vielleicht daran, dass die meisten User vielleicht doch ein bisschen jünger sind und die haben halt mehr Zeit, um irgendwie zu kommentieren. Ein anderer Grund ist aber, auch das ist irgendwie interessant, wenn man so drüber nachdenkt. TikTok ist eigentlich das einzige Medium, so ungefähr, wo du dich halt richtig mit Bild und Ton auseinandersetzt. Ja, hört sich erstmal komisch an, aber bei ein TikTok-Video ist halt ein Fullscreen-Video und der ganze Bildschirm vertikal und du hörst irgendwie Ton und Musik. Und ein Instagram-Post ist irgendwie so ein Quadrat, wo oben und unten noch ganz viel komischer Text ist und Werbung und so. Guckst dir einfach nur irgendwelche Bilder blöd an, hörst es ja nie mit Musik. Ja, das heißt, sozusagen das Engagement, also der Content auf TikTok, der berührt dich halt viel mehr. In jeder Richtung, sowohl wenn es witzig ist, auch wenn du was lernst oder auch emotional oder auch wenn du traurig bist und so weiter, ist dann ein viel höheres Involvement im Gegensatz jetzt zu so einem Instagram- oder Facebook-Post oder so. Und deshalb kommentieren die Leute auch. Aber deshalb ist halt das Medium auch so wertvoll. Unter anderem ja auch, wenn du Werbung schalten möchtest.